Hallo meine lieben Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen zurück bei The Green Hell. Hier haben wir immer noch ein kleines Picari, das ganz dringend von mir zum Schnitzel gemacht werden will. So, erledigt. Ich habe es auch liebevoll Schnitzel genannt. Ich mache es einfach deswegen, weil wir brauchen natürlich auch ein bisschen Fleisch. Ich möchte die frischen Sachen nur dann verwenden, wenn es gar nicht anders möglich ist. Und jetzt sind wir wieder hardcore überlastet, was mich allerdings gar nicht stört, denn ich habe vor, aus einigen der Dinge gleich etwas zu craften. Ich brauche einfach nur zwei Bananenblätter. Da vorne haben wir ein Bananenblatt, dann machen wir nämlich endlich Beinrüstung. Schmutzig sind wir auch wie Sau, sollte aber egal sein. Und danach müssen wir einen Kletterhaken finden. So. So, holen wir uns mal ein paar Bananenblätter. Bananenblatt herstellen. Einmal, zweimal. Ach nee, das war falsch. Auch drei von den Teilen natürlich. Noch eine Rüstung herstellen. Legen wir mal auf den Boden. Einmal. Nee, warte mal. Hilft mir jetzt wieder gar nicht weiter. Ach Gott. Weil ich dieses scheiß Bananenblatt nicht aufheben kann. So. Geht ja immer nur von der Reihenfolge her. Ich muss mit dem Bananenblatt anfangen. Eins. Zwei. Herstellen. Und da rein ist nicht. Dann fangen wir mal an. Also ich nehme jetzt. Moment. Den Hawks hin? Wo ist meine Rüstung? Da liegt es rum, aber ich kann es nicht aufheben. So, jetzt kann ich es hinmachen. Andere Rüstung. Da ist sie. Anderes Bein. Und fertig. So. Jetzt tragen wir immerhin schon mal rudimentär Rüstung. Rudis rudimentäre Rüstung tragen wir jetzt gerade eben. Und wenn es nach mir geht, bauen wir da drüben jetzt erstmal einen Schlafplatz. Denn das Spiel neigt schon wieder mir die Nacht um die Ohren hauen zu wollen. Deswegen bauen wir jetzt wieder so einen Kollegen da drüben hin. Nein! Das wollte ich doch gar nicht so. Ich wollte es vorher drehen. Oh yeah. So in etwa. So, jetzt brauchen wir wieder so einen langen Hoshi. Was bedeutet, ich muss einen Baum fällen. Mindestens einen, wahrscheinlich eher zwei. Wir rennen überall die Schweine rum. Ach komm, ich habe schon wieder hier irgendwie so einen Kack. Wie oft denn noch? Jetzt haben sie in den Armen. Ich weiß gar nicht, wie die da hinkommen. Über die Rüstung. Egal. Einmal. Was haben wir denn? Hier die langen Stöcke, die. Stöckeli, wo seid ihr? Hier haben wir nochmal andere Dinge. Die nehme ich natürlich auch noch kurz mal an mich. Da ist der erste. Und da ist der zweite. So, ich hoffe mal, dass wir da relativ safe sind. Shifts natürlich wieder wie aus Eimern, was für mich wiederum das internationale Zeichen ist für Idiot, stell endlich deinen Topf auf. Den himmlischen Pisspot stellen wir hier hin. Und dann gucken wir mal. War da irgendwas? Nein. Wir brauchen nochmal ein Bäumchen. Da drüben ist so ein Bäumchen. Zum Glück sind wir momentan relativ safe. So. Und mitgenommen das Ganze. Da komme ich dann nicht weiter. Boah, dunkel. Das ist so affig dunkel bei der Dämmerung. Etwas, was ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Die Dämmerung ist dunkler als die Nacht. Ich kann nicht mal. Das ist eine Palme, oder?
Wie gesagt. Nee, es war ein Blätterhaufen. Voll. Und dann trocknet halt ist wieder was fröhlich bei uns. So, das ist Palme. Wir wollen mehr Palmen. Denn wir wollen ein Häuschen bauen. So. Zum Glück sieht man das Teil. Wupp, 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 wupp. Ich bin am Überlegen, weil wir das Fleisch haben, ob ich nicht hergehe und ein Lagerfeuerchen da irgendwie auch mache. Und mehr Palmen, sehr gut. Uns fehlt natürlich wie immer genau eins. Genau eins. So, komm her. Zack. Problem ist, wir sind zu müde für ein Lagerfeuer, wie ich gerade eben feststelle. Ach komm. Wird's aber reichen, oder? Manchmal sieht man es nicht gut. Na also, okay. Also, das haben wir jetzt hinbekommen. Dann machen wir ein Lagerfeuer. Sonst bereiten wir es schon mal vor. Das ist da. Einfach so ein kleines Teil. Hier so hin. Tut keinem weh. Und braucht noch ein bisschen mehr Holz, als ich habe. Ich muss da vorne noch mal Holz organisieren. Irgendwo müsste ich doch noch Holz haben, denn ich habe hier schließlich Bäume umgenatzt. Ein Holzscheit, den sammle ich jetzt gerade eben mal. Es gibt einiges an Holz. Zack. Hier Holz. Und Holzscheit sammeln. Zack. Hier Holz. Problem ist, dass wir jetzt einfach zu müde sind. Wir können nicht weitermachen. Ich habe das Feuer nicht an diesem Müdigkeitslevel. Deswegen hauen wir uns jetzt als allererstes kurz mal hin. Bis so, lass es mal, ja, 23 Uhr sein. Irgendwas ist jetzt bei dem passiert. Neuer Dialog ist freigeschaltet. Hey Mia, are you asleep? Oh, nothing, just. Ja, just what? Ach komm, lass uns romantisch werden. It's a beautiful night. I have always loved the sky in the jungle. The moon is astonishing. Yeah, I wish I was there. Oh yeah. And what would you do? Lass uns romantisch bleiben. Just a hug. I miss you. Me too, mi amor. Me too. Das war's schon. Okay. Da liegt Obsidian. Episch. So, okay, jetzt müssen wir erstmal eine Glut herstellen. Benutzen. Da haben wir ein bisschen Faser. Ach, da kommt die Faser her. Da ist die hin verschwunden. Interessant. So, jetzt machen wir erstmal hier ordentlich wieder Pekari-Geschnetzeltes. Hier haben wir noch unser Wasser. Dü-dü-dü. An und für sich könnte es deutlich beschissener sein, ohne Witz. Wo wir uns gerade eben hier befinden. Wir müssen uns gerade eben mal waschen. Könnte theoretisch auch so eine Lehmbaute machen, aber bis jetzt sehe ich einfach noch keinen Grund dafür. Wir bekommen auch schon wieder Wasser. Feuer müsste eigentlich noch außerhalb der Wasserzone sein. Nicht, bin ich sehr traurig. Ich habe es extra dahin gebaut. Auch wenn es hier natürlich trotzdem tröpfelt wie nochmal was. Gucken wir mal, was in unserem Journal noch drin steht.
Also gut, erforschen den Dschungel mit Wurfhaken zu finden. Im Grunde würde ich jetzt einfach mal sagen, wir laufen jetzt die üblichen Orte ab. Also abgestürztes Flugzeug, dieses komische Fischerlager oder diesen komischen Hafen halt, der wahrscheinlich der Drogenumschlagplatz ist. Dann gäbe es noch den Anaconda-Lagerplatz. Aber zu dem zu kommen, das ist spannend. Sagen die Karte. Die Karte sagt, ich will immer noch da hoch. Und wir sind momentan bei 42,25. Also wir sind nicht weit gekommen, wir sind gerade mal hier. Also genau genommen sind wir eigentlich hier. Wenn es nach mir geht, Freunde, gehen wir jetzt komplett nach Westen. Sobald wir raus sind, nach Norden, folgen dem Flusslauf. Und dann, ihr wisst, wo wir da rauskommen, ne? Da oben, das dürfte die Stelle sein, irgendwo hier, in diesem Bereich, genau genommen sogar ziemlich genau hier, wo ein weiterer Platz ist. Das abgestürzte Flugzeug, meine ich, müsste irgendwo hier sein. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir alles nochmal prüfen. So, was haben wir da noch? Erstmal nehmen. Nehmen. So, wir sind auf jeden Fall auch hungrig. Essen. Das brutzeln wir auch noch schön durch. Geht's uns eigentlich jetzt? Besser. Fett könnten wir noch haben. Haben wir aber nicht. Ich möchte jetzt hier mal so eine Pilzsuppe machen. Nehmen. Also ich jetzt total doof war. Aber was soll ich machen? Man kann ja leider den Eimer nicht füllen und hierher tragen. Und so, ihr wisst schon, ne? Es geht halt einfach nicht. Warum auch immer. Ich möchte mir jetzt hier so eine Suppe machen. So. Nehmen. Dann packen wir den Kollegen da drauf. Packen da unser Wasser rein. Packen da den Pilz rein und machen uns hier ein leckeres Pilzragout. Glaube ich auch irgendeine Wirkung hat. Aber ich weiß nicht genau, was für eins ist. Trinken wir auf jeden Fall und es brachten so wie war Kohlenhydrate und jede Menge Hydration. Ich könnte auch eine Madensuppe machen, auf die habe ich jetzt echt überhaupt keinen Bock. ich trinke jetzt gerade eben mal. Moment, hole mir Wasser. Und koche immerhin schon mal jetzt hier 20 Einheiten nochmal hier ab. Und verschütte den Rest. Damit ich hier wieder frisches Wasser mit dabei habe. Immerhin schon mal quasi ein Minimum an frischem Wasser. Hätte ich sehr gerne. So, zack. Ist wieder voll. Mehr ist gerade eben nicht drin. Und dich stelle ich vorsichtshalber nochmal hier auf. Warte mal, kann ich das Ding irgendwie füllen? Nein, kann man natürlich nicht. Wie gesagt, das ist etwas, was ich nach wie vor nicht nach... Oh, mich im Feuer verbrannt. Was ich nicht nachvollziehen kann. So, nehmen. Wir lassen das Feuer jetzt gerade eben mal hier mal noch ein bisschen burnen. Speichern die Nummer hier. Hier drüber. Und pennen. Wir hoffen, dass wir nicht nachts irgendwie von einem Indio jetzt gefunden werden. Die mögen ja Feuer nicht so. So, es ist morgens um 7. Aber da noch sauberes Wasser. Ich trinke. Frühstück nehme mit. Und jetzt, wie gesagt, der Weg. Der Weg. Wo laufe ich eigentlich gerade eben hin? Nach Nordwesten. Hauptsächlich eher mal nach Norden. Ich möchte gucken, ob es da eine Abkürzung durch gibt. Manchmal gibt es nämlich Abkürzungen. Oh, toll. Nein, wir machen es anders. Wenn ich den Männergesangsverein schon höre, nee, das muss ich nicht haben. Oh, ein Kokospalme. Gönnen wir uns mal gerade eben mal. Zack. Hauen da drauf nochmal mit dem Äxtelein. Essen. Essen.
reorganisieren mal ganz schnell unsere Blutegel. Brauchen wir nicht mal im linken Arm. Und erstmal jetzt hier den Fluss zurück. Zum Glück schlagen die nicht Alarm. Feinde, ne? So, jetzt nochmal ganz, ganz kurz auf die Map geguckt. Wir sind jetzt hier an dem Punkt. Ich glaube, ich muss einfach da runter. Ich kann jetzt die Seite des Flusses wechseln. Und dann so einigermaßen da so runterstolpern, ne? Ach, schon wieder so ein Gürteltier. Hier so runterwärts. Ganz im Ernst, ich finde es witzig, dass sie eine Map geholt haben. Mit Map wirkt das alles irgendwie sehr, sehr machbar. Nur das Palmherz. Reifen uns auch sofort rein. Mampf. Wissen Sie doch warum. So. Hier so halb drüber. Und irgendwo da drüben muss ja der Durchgang sein. Naja, wir werden ihn finden. Wir werden ihn finden, auf die eine oder andere Art. Der Seile habe ich. Ja, jetzt noch 5. Mhm. Also auf jeden Fall, dass wir schon mal nicht falsch laufen können. So, ja doch, ich laufe nach Süden. Das ist natürlich Quatsch. Was ist ein Thema? Ich kann nicht falsch laufen. Ich muss eigentlich hardcore nach Westen. Das ist der Punkt. Irgendwo da ist dann der Durchgang. Könnte hier sein. Nach dem Durchgang. Oh, warte mal, kann ich auch noch anders da hoch? Nee, kann ich nicht. Weil es keinen Fluss gibt. Da ist wieder so ein Ara, aber mir gerade egal. Nee, hier ist nicht der Durchgang. Okay, wir sind jetzt beim Indio-Dorf. Das heißt, ich weiß schon mal wieder, wo ich bin. Da ist immer mal so ein Bananenblatt runter. Das heißt, wir laufen in die Richtung. Dann kommen wir richtig an. Mal was mitgenommen. Auch wenn ich einen 5. Stock habe. In dem Dschungel, aber ich habe einen 5. Stock. Aha. So, dann. Oh, hier haben wir wieder mal. Ist das eigentlich Frischwasser? Nee, das ist unsicheres Wasser. Schade. Entschuldigung, noch nicht ganz gesund. Auf jeden Fall unsicheres Wasser sollten wir natürlich meiden. Jetzt sind wir aber gleich da. Und dann werden wir uns einigermaßen nach Norden richten. Ich habe keine Ahnung, wo dieser komische Wurfhaken ist. Das ist auch ein völlig neues Item. Bin gespannt, ob das jemals auch im normalen Survival-Modus vorkommt. Wir haben jetzt nur die Möglichkeit, die entsprechenden Punkte abzuklappern. Warum habe ich schon wieder einen Stein jetzt hier zum Werfen in die Hand genommen? Ich will eigentlich F drücken. Genau, jetzt ist nach Norden. Denn wenn wir direkt da rauskommen, jetzt Richtung Norden uns richten, kommen wir zum Fluss. Und diesem Fluss müssen wir dann in westlicher Richtung folgen. Dann kommen wir zum großen Fluss. Und das machen wir jetzt auch. Ich habe bloß keine Ahnung, wie weit wir in dieser Folge noch kommen. Tap, 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 tap. Kokosnüsse fallen vom Baum. Hier, hier, ho. Wenn da ein bisschen Fett drin wäre, machte mich das froh. So, trinken wir. Genau. Ich sammle mal. Nicht, dass es jetzt irgendwie unterfällt. Das wäre total doof. So, essen. Essen. Und droppen und droppen. Mhm. Das ist der Fluss, dem wir jetzt folgen müssen. War klar. Da sind wieder die Schweinderl.
Wasserschweinerl. Und das war der Fluss, mit der, wo wir diese unangenehme Erfahrung gemacht haben. Diesen gemeinen, gemeinen Rochen. Ein räudiger Rochen. Er war's. So, und... Ja, jetzt weiß ich schon, wo ich... Weiß ich schon komplett, wo ich bin. Wie gesagt, hier habe ich gewohnt. Äonenlang habe ich hier gewohnt. Niemand kann mir etwas vormachen. Okay, warte mal, ich muss doch auf die Karte gucken. Ist so eine Scheiße. Ja, also wir sind jetzt hier da lang. Genau, jetzt haben wir, glaube ich, die Kurve. Wir folgen jetzt einfach dem ganzen Klapperadatsch. Wir könnten allerdings auch abkürzen. Nehme ich mal mit. So, wohin führt das? Genau. Das hier müsste jetzt eigentlich eine Abkürzung sein. Müsste es gleich da vorne sein. Bin gespannt, ob ich recht habe. Ja, ich sehe es schon, da ist es doch. Ich wusste es. Komplett neues Gebiet. Was zur Hölle ist das jetzt? Hallo? Hallo, Mia. Hey, Mia. Found the dock, but it looks abandoned. Are you sure there's no one around? Sieht gerade eben auf jeden Fall so aus. Yeah, and I think it belongs to the cartel. They probably use this to ship all of their, products from here. Wherever there's a river, there must be settlement. If I just knew where you were, we could leave right now. Yeah, I know. I'll keep looking. Over and out. Die gerade im Ernst, wenn ich wüsste, wo du bist, ich kann dir genau sagen, wo ich bin. Ah, das ist im Norden, aber sie hat wahrscheinlich kein GPS. Das ist der Autorücksitz. Das finde ich so lustig, hier ist saved. Hier kann ich speichern. Ja, lol, ey. Okay. Bei sowas kann ich speichern. Trockenfleisch. Wieder was gelernt. Okay, jetzt haben wir eine Machete. Und die Machete ist besser als der Speer. Mach's gut. Zack. So, dann nehmen wir noch dieses Trockenfleisch. Da kann ich noch mal ein bisschen was lernen. Ah, guck mal, hier ist in diesem Falle gar nicht der Fischereispeer. Oder ist er noch da? Doch, er ist da. Ich kann ihn nicht nehmen. Deswegen auch nicht lernen. Wasserfilter gelernt. Im Booten scheint genauso viel zu sein wie im Wasser, nämlich Wasser. Ein Pfauenbarsch. Ja, geil. Der nicht dazu in der Lage ist zu entkommen. Wir sammeln ihn. Jetzt weiß ich, dass da drüben noch eine Eingeborenen-Ansiedlung ist, die ich mir eigentlich ganz, ganz gerne reinpfeifen will. Wir haben keinen weiteren Dialog mehr frei. Aber, so wie es aussieht, dass man Dose. Haben wir hier keine. Oh. Well, I found a boat. But it's damaged. And it won't float. Looks like someone did it on purpose. Mhm. Done it. Ja, gute Frage. I don't know. Let's keep it that way. I shouldn't be here anyway. Lass uns mal die Seite wechseln, Leute. Schnell darüber ins Wasser, dass uns ja auch nichts beißt. Ich weiß, da oben ist noch so eine Indio-Ansiedlung. Ach, guck mal. Der Turtle-Dummy ist da. Wer das Bedürfnis hat, seine Skills zu leveln, hat jetzt die Gelegenheit. Hey. Essen. Soll ich jetzt hier das Ganze eigentlich?
Ja, ein bisschen was davon kann ich noch mir gönnen. Und den nehme ich einfach noch mit. Oh, die sind voll. Ja gut, dann esse ich ihn halt einfach. Bevor es verloren geht. Ich bloß, dass da oben keiner ist. Wir schleichen mal besser. Wir finden es dann beim nächsten Mal raus, liebe. Eine schöne Zeit. Tschüss und Ade.